Ja, hallo Leute, wie ihr es schon sehen könnt, spielen wir Perspective. Das ist ein etwas anderes Spiel als bisher mit Minecraft und Kämpfen. Also alle, die jetzt denken, alle Kiddies, die jetzt denken, dass wir hier irgendwie Ballerspiele oder so spielen, falsches Video. Ja, perfekt zum Spiel. Das ist ein First-Person-Puzzle. Die Entwickler sind quasi DigiPen, also die Firma, die das alles gemacht hat. Aber das ist ein Studentenexperiment aus Amerika eben. Die hatten eine Idee. Und unter diesem Video in der Beschreibung findet ihr einen Link zur offiziellen Seite. Dann kann man sich Miro aussuchen und dann runterladen. Das ist natürlich kostenlos. Es ist ein Indie-Game. Kann sich jeder holen, kostenlos. Genau, jetzt müssen wir hier noch kurz was umstellen. Das will er nicht speichern. Auf 2, okay. So, jetzt müsste es passen. Genau. Das. Was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, und da könnt ihr es euch runterladen. Also, das ist jetzt, vielleicht weniger ein Let's Play. Ja, doch, eigentlich schon. Aber auch ein kommentiertes, eine kommentierte Komplettlösung, kann man sagen. Ich habe hier schon angezeigt, worum es hier geht, damit ich euch was erzählen kann. Okay, dann starten wir mal das Spiel. New Game. Mhm, bisschen oldschool, okay. Ja. So, wir sehen jetzt hier, hier ist unser Munchkal quasi. Also W ist die Steuerung. Genau. W zum Springen. S nix. Und wir müssen eben immer zu diesen komischen Symbolen laufen, um weiterzukommen. Wir sehen, auf blauen Blöcken können wir gehen. Der Rand ist für uns tödlich. Genauso wie andere orangene Blöcke. Drüber springen. Genauso hier dürfen wir nicht runterfallen. So. Jetzt wird schon ein bisschen tricky. Und wir bewegen uns in die dritte Dimension. Die Musik ändert sich auch und wir laufen einfach nur vor. So, und jetzt auf einmal sind wir in einer Spiel... Left Click, okay? Jetzt können wir uns... Wir können uns frei in diesem Raum bewegen. Und das ist auch, finde ich, ganz schön gemacht von diesem Spiel. Ihr könnt jetzt einen Daumen an die Figur hinhalten. Und ich gehe mal zur Figur. Also die Größe verändert sich nicht der Figur. Aber ihr Verhältnis zum Hintergrund, das finde ich auch richtig geil gemacht. Ja, und hier ist der erste Spielautomat, das war Autographic. Okay, gehen wir mal weiter. Wenn wir wieder Linksklick drücken, können wir das Munchkal bewegen. Der orangene Rand ist da, das bedeutet, ich bin im quasi, ja, Spielmodus, kann man das sagen, ich weiß nicht. Und hier ist schon die erste Hürde. Wir sehen, wir fallen hier runter. Wir müssen uns einen Weg suchen, damit wir da rüberkommen. Und wir sind drüben. So. Dann müssen wir hier rüber. Und der nächste Spielautomat. Move your Munchkal onto the next screen and press E. Okay, wir gucken uns erstmal an. Hier müssen wir hin. Wir sind hier. Hier ist so ein Klotz. Okay. The Cube, glaube ich, heißt es. Ja. Dann machen wir mal den hier. Ja, und eben, wenn ihr dann das Spiel runterladet und es selbst spielen wollt und nicht weiterkommt, dann könnt ihr eben dieses Video schauen und wisst ihr, wo es dann weitergeht. So, wir laufen. Können wir hier runterfallen? Ja. Okay, hier sind 4 an der Zahl. Was war, oh, ja, was war das gerade? Das war die Cube, genau, genau. Jetzt kommen wir into Compression Artifact. Und wir begeben uns hinein. Okay. Mhm. Okay. Okay, können wir uns so eine Brücke bauen? Okay, ja. Oh. So ist gut. Und ah, das war zu weit. Okay, hier weiter. Okay. Jetzt können wir uns eigentlich... Genau. So, so, so. Hier müssen wir hin. Okay, dann... Jetzt könnten wir eigentlich nicht durch. Aber weil wir das so hinter die Ecke verstecken, können wir es machen. So, jetzt rennen wir einmal ganz weit weg. Jetzt sind wir wieder hier. Und ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Doch nicht. Ja, hier weiter geht's nicht hinter. Da kommt bestimmt noch ein Level, wo man das genau sieht, dass es das Verhältnis zur Map sich ändert. Jetzt kommen wir zu Isolation Chamber und The Hallway. Isolation Chamber. Okay. Ah, da hinten ist auch noch mal was. Dann laufen wir gleich mal hin. So. Perfekt. Dann, hier ist noch mal sowas. Da laufen wir hier hin. Perfekt. Und das Ziel.
und the hallway. Okay, schauen wir uns erstmal die Map an. Wir müssen hier hin, okay, okay, okay. Ah, gut, 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 gut. Hier könnten wir jetzt nicht durch, aber wir können das hier so abdecken und dann können wir durch. Sehr schön. Und weiter, next level. The hallway, okay. Hm. Jetzt kommt Wallflower. Wand und Blume. So, hier sind wir. Und wir müssen wohin? Oh, oh. Große Abstände. Da oben, okay. Mhm, mhm, mhm. Okay. Dann laufen wir jetzt mal einmal um den Tisch rum. Oh, das war zu weit. So, jetzt mal drüben. Perfekt. Oh, scheiße. So. Sind wir hier. Und jetzt können wir uns eigentlich... Yeah. Nice. Und der nächste Raum. Relevity, genau. So, wir müssen wohin? Oh. Oh, hier geht's runter. Nee, doch nicht. Wir müssen da nach oben, okay. Oh, das wird... Hm. Wird das. Genau, hier sieht man das. Ja, genau. Genau. Jetzt, wenn wir uns hier hintergehen, passen wir nicht durch, aber die Größe bleibt gleich, nur das Verhältnis ändert sich. Oh. Er kann hier nicht hochspringen. Er kann jetzt hier nicht hochspringen, aber der Große schon. Ah, der Große. Der Mittelgroße auch nicht, aber der hier kann's. Boom. So. Hier ist was. Wir müssen da hoch. Ah, okay. Mhm, mhm. So, das nächste heißt The Pillar. Okay, The Pillar. Ah, okay, okay, okay. So. So. Wo müssen wir hin? Oh. Ah, okay. Okay, okay, okay. Und jetzt? Wow. Jetzt wieder müssen wir einmal rum. Was ist denn dahin? Ja, okay, okay, okay. Ah, da müssen wir da zurück. Und dann einfach darüber springen. Genau. Perfekt. So geht das. Und als nächstes kommt... sind vier Stück. Power Reserves. Die Musik ändert sich. Die Musik ändert sich auch, wenn wir in diesem Bewegungs... Ja, kann man das Bewegungsmodus nennen? Weiß nicht. Die Musik ist schon ganz geil. Die Spielemusik. Da müssen wir hin. Oh. So. So. Und jetzt wieder zurück, oder was? Ja, tatsächlich. Einmal im Raum rum. So. Das sind Plakate. The Climb. The Climb. The Floor is Lava. War da hinten auch noch? Earth and Sky.
Wallflower. Also das sind Plakate zu den, Maps. Das ist, das muss man sich vorstellen wie so ein alter Spielesalon. Spieleautomaten, Geschäft, Raum, keine Ahnung, wie man das nennen kann. Und da laufen wir von Auto, von Spieleautomat zum anderen und spielen an diesen. The floor is lava. Right. Wow. 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 Nein, du darfst nicht reinfallen. So. Jetzt müssten wir eigentlich da rüberkommen. Ey, das war zu viel. Hä? Wenn ich so weit wie möglich darüber. Dann übernehmen wir von dieser Seite. Perfekt. Und jetzt hier rüberspringen, oder was? Oh. Aber wenn wir jetzt halt hier hochspringen, festhalten und unsere Bewegung verändern, könnten wir darüber kommen. So, hier geht's. Hä? Was ist denn da los? So. Okay. Ah, hier das gleiche Spiel. Okay, okay, okay. Suchen wir jetzt mal, hier so rüber zu springen. Und von dieser Seite her. Ja. Und wir müssen dahin, okay. Naja, das sind schon längere Level, kann man sagen. Nicht mehr so einfache Earth and Sky. Okay, wir müssen da hochkommen. Ui. Puh. Oha. Ah, okay. Nice. Und jetzt? Es ist wirklich so, manchmal so zum Rätseln, wirklich. Wie man das da macht. The Climb. Boah. Können wir da hoch? Ja. Was, wir müssen nur da hoch. Okay. Jetzt können wir springen, unsere Position verändern wie vorhin auch. Und bis zu nach oben kommen. Nice. Yeah. Und weiter geht's. Die farbliche, die Wand, also die Raumfarbe ändert sich. Haben wir es geschafft? Der Arcade war das jetzt, okay. Boah. Und hier geht's weiter zu The Tower. Boah. Kann man das hier das L machen? Ich hoffe. So. Yeah. Da klemmt er. Kommen wir da durch? Weiter, weiter, weiter. Ein Geldautomat. Und wir laufen, wir laufen, wir laufen. Schöner Teppich. Oha. Sind wir da oben? Okay. Oha. Was ist das denn für ein Block? Kann man da raufsteigen? Tatsächlich. Und jetzt hat... ihn so reinfallen lassen? Nee. Wieso willst du da nicht reinfallen?
Hä? Wieso willst du nicht? Was war das denn, bitteschön? Ist es jetzt durchgekommen? Sehr komisch. Wir machen ihn mal so größer, damit er höher springen kann. Wenn wir es jetzt versuchen. Nee. Ah, der kann durch das Durchfall. Ah, jetzt verstehe ich's. Nee. Oh, das war zu viel. Der kann durch das Durchspringen. Ja, klar. Das ist klar. Aber ganz komisch, warum das hier nicht funktionieren will. Da muss man wirklich nachdenken, jetzt vielleicht von der Seite. Wie man es anpackt. Jetzt springt er nur wieder raus. Hm. Komisch, komisch, komisch. Anders will er sich auch nicht drehen. Nehmen lassen. Ah. Ich glaube. Nee. Verdammt. Wie soll denn das funktionieren, bitteschön? Muss auch mal nachdenken hier. Ah, der muss auf die Treppe. Da ist ja noch ein... Ah, ja, habe ich nicht gesehen. Ja, jetzt wieder rausreden. Ja, ja, habe ich nicht gesehen. So, was kommt hier? Long Jump, okay. Ist wahrscheinlich wieder mit diesem Springen und dann dieses Bild festhalten. Laufen wir mal darüber. Okay. Wo müssen wir? Hier? Nee. Hier? Ah, okay. Yeah, also so lang war der jetzt auch wieder nicht, der Sprung. Das war schon. Ja, das war ein sehr langer Jump. Ne? Und jetzt kommt Around the Corner.